Dass ich das jetzt kriege. Ah ja, die Gruppe auf der Brücke, die ich treffen sollte. Magier. Die Hand des Mannes ruht sanft auf dem Griff seines Fliegens, dass du dich näherst. Was hast du mit uns zu schaffen? Sagt denn der Name Bakosi etwas? Ja, du bist spät und ich hasse es, wenn man uns warten lässt. Ich hoffe, das passiert nie wieder. Stufenaufstieg. Kommen wir zu den Einzelheiten unseres Arrangements. Am südlichen Ende der Docks in unseres Geschenk gibt es eine lose Planke. In der Nähe dieses versunkenen Schiffs. Hinterlege die Bezahlung dort, nur Edelsteine und Münzen. Edelsteine am liebsten. Sie sind einfacher zu tragen als riesige Geldsäcke. Gut, wir nehmen die Bezahlung und ersetzen sie durch irgendwie tarnische Relikte von etwas geringerem Wert. Ich sage geringer, weil wir natürlich zuerst unseren Anteil abziehen. Wir machen schließlich die ganze Arbeit und tragen fast das komplette Risiko. So läuft der Hase. So läuft der Hase. Einfach und sauber fragen. Wie kann ich sicher sein, dass sie nicht das Geld nimmt und verschwindet? Dieses Arrangement ist gut genug für Mestre Fossilo und für Mestre Ross. Die gefällt es nicht, dann lass es bleiben. Werden die Glafantane nicht wütend? Die Elfin grinst fürchterlich. Wenn wir erwischt werden, was nicht sehr oft passiert, sorgen wir dafür, dass die Glafantane sich nicht sehr lange wütend bleiben. Augenzeugen wären zu lästig. Woher wisst ihr, welche Relikte wertvoll sind? Ich weiß viel über die vegetarianische Kultur. Wenn ich sage, dass etwas wertvoll ist, dann stimmt das. An Version hat sich noch nie getäuscht. Steinmeister braucht nicht zu befürchten, dass wir ihm Schrott verkaufen. Ihr betreibt dieses Arrangement schon länger ohne erwischt zu werden? So ist es. Der valianische Botschafter Agosti weiß von uns und versucht uns das Handwerk zu legen. Aber er ist nicht so klug, wie er glaubt. Außerdem sind unsere Mäzene in den Republiken mächtiger und einflussreicher als er. Wir haben nichts zu befürchten. Keine weiteren Fragen. Gut, in ungefähr einer Woche haben wir etwas für dich. Ich glaube, ihr habt in ein paar Stunden schlechte Neuigkeiten. Omirat, Bakosis Käufer kommt nicht. Die Ritter haben ihn wohl zum Verhör mitgenommen. Ich nehme an, dass Agosti dahinter steckt. Also was geht hier vor sich? Wer ist das? Er starrt dich an, sein Blick wird hart. Gute Frage. Eine unangenehme Situation, in der wir stecken, stumm zurückstarren. Er weiß so viel, bringt ihn um. Muss das jetzt sein? Au. Was? Warum ist meine maximale Ausdauer gesunken? Ach so, weil ich auch übermüdet bin. Gut. Umwerfrune bitte. Du mach mal was, um die Magie loszuwerden. Au. Das sieht irgendwie nicht so toll aus. Vor allem, wenn man keinen ordentlichen Überblick hat. Und wenn Edda übernommen wird. Verwirrt. Du bist auch verwirrt und Palegina sieht auch verwirrt aus. Wo ist denn Palegina? Wer ist bitte nicht verwirrt oder bewusstlos? Irgendwie ist das nicht so gut. Du heil dich mal. Wer ist noch nicht ausgefallen? Ich? Das wird sich aber auch bald ändern. Gesundheit niedrig, Palegina. Okay.
Das war nicht so gedacht. Das war definitiv nicht so gedacht. Okay, erstmal wieder das Level up für mich. Einzelne Mechanik geben. Stürmischer Flug wollte ich und erledigt. Und dann kriegt von euch beiden jeder mal einen Schluck. Guter Säbel. Ja, der hat Frostpeitsche drauf. Deswegen ist der besser. Also weg mit dir. Du hast schon so einen Trank. Oh, du könntest das Ding mal benutzen. So, noch ein bisschen für die beiden. Trank des Duplikats des Zauberers. Den könntest du auch mal da reinziehen. Ja. Yes. So. Sind wir wenigstens etwas gestärkt? Ich gehe natürlich vor mit Fenris. Sagt euch der Name über Kurse etwas? Bla bla bla. Wie kann ich sicher sein? Na na na. Bla bla bla. Arrangement. Wir haben keine weiteren Fragen. Dialog beenden. Jetzt kommt der andere angerannt. Schlechte Neuigkeiten kommt nicht. Unangenehme Situation, er weiß zu viel. Okay, das bringt auch nicht viel. Du. Auf die da hinten. Du. Guck, dass du sie umwirfst. Du trinkst ein Duplikat des Zauberers. Du auf den. Du auf den. Edda, wirf irgendwas um. Au, das ist so ein Übersprung-Ding gewesen. Okay, jetzt sind wieder alle meine Gruppenmitglieder übernommen. Palegina nicht mehr. Ihr beide auch nicht mehr. Oh, ey, das sieht nicht gut aus. Du bist wieder in Ordnung. Wo ist der zweite Magier? Tobi? Ah, einfach mal auf den da. Alle auf Tobi. Ah, ne, ein Flammenstrahl ist mächtiger und du bist eh in Richtung Nahkampf unterwegs. Du kannst den mal machen. Ah, beide Begleittiere sind ausgenockt. Edda, versuch nochmal jemanden umzuhauen. Edda ist. Okay, Edda ist jetzt ausgenockt. Ach, da ist der zweite Magier. So, den zweiten Magier schnell loswerden. Palegina heilt sich mal selber. Ah, wer steht noch? Zwei stehen noch und die sind im Tode noch. Okay. Konzentriert euch erstmal auf die da. Genau, und jetzt der. Bisschen knapp, aber klappt, glaube ich. So. Du kriegst ja noch ein paar Verletzungsschüsse. Du heilst nur ein bisschen. Oh.
Jetzt ist er wieder hinter Sagani her. Beschwör du mal das Vieh. Okay, Palegina hat's, Sagani hat's auch umgehauen. Aber wenigstens konzentriert er sich jetzt auf die... auf die Käfer. So, ein paar Stufenaufstiege wieder. Alof, Eta kriegt weiter Athletik. Oder Überleben. Überleben wäre mal nicht schlecht. Ah, neue Spezialisierung. Gepanzerte Gnade. Der Kämpfer kann übrigens auch mit sperriger Rüstung tragen. Erholungsmalus verringert. Das klingt nicht schlecht. Energische Verteidigung. Der Kämpfer wird wild entschlossen. Kurzzeitig gestärkt. Alpha 5 Sekunden. Unbeugsam. Dreimal pro Ruhephase. 50% umgewandelt in Heilung. Sicherer Schütze. Beschützerhaltung. Plus 10 Abwehr. Vertreibung. Schwingt die Nahkampfwaffe des Kämpfers in einem hohen Bogen und fügt Feinden den Niederschlageffekt zu. Zweimal pro Ruhephase. Rein ins Getümmel. Nee, ich würde gepanzerte Gnade nehmen, dass er öfter angreifen kann, oder? Oder energische? Nee, gepanzerte Gnade. So, erledigt. Gut, du rennst. Du kriegst Wissen. Neue Zauber. Tür, gucken wir mal, was haben wir? Versperrende Tür des Todes. Verhindert, dass ein schwer verwundeter Charakter den Wert 0 erreicht, was so deinen Tod zur Folge haben würde. Der Charakter kann durch den Verlust von Ausdauer immer noch bewusstlos werden. Aha. Führt zur Segnung durch den Gott des Priesters, wodurch verbündet den Wirkungsbereich mit einem Bonus auf Genauigkeit und Macht gesegnet werden, während Feinde Abzüge kriegen. Mhm. Stärkt den Verstand von verbündeten Wirkungsbereich mit Eifer. Wird ein Bonus gegen Angriffe mit verwirrender oder benehmender Wirkung und verringert die Dauer. Mhm. Große Ausdauer wieder hier schon, ist klar. Versengendes Siegel. Setzt ein magisches Siegel auf den Boden, das in Flammen aufgeht, sobald es von einem Feind berührt wird. Wodurch dieser geblendet wird und Verbrennungsschaden erleidet. Scheinendes Leuchtfeuer. Erzeugt ein intensives Leuchtfeuer, durch das Feinde im Wirkungsbereich einen Malus auf alle Verteidigungen erhalten. Gewährt Verbündeten die Inbrunst der Rechtschaffenheit im Kampf. Wenn ein Verbündeter im Wirkungsbereich einen tödlichen Schlag ausführt, erhält er dafür Ausdauer. Wie? Wie lange eigentlich noch, bis wir... Ah, können wir zwei Priesterzauber. Und jetzt noch zu dir. Wissen. Können wir nicht, kann man nicht weiter steigern? 10 ist das Maximum. Achso, weil wir nicht genug Punkte haben, hä? Dann steigern wir mal Athletik. Um ein... Oder Überleben. Überleben ist besser, da erhalten Tränke länger. So, zwei Zauber der Stufe 4. Eisenhaut. Verwandelt die Haut des Zauberwirkers in Eisen und erhöht seine Schadensreduktion. Erschüttert die Fluggeschosse. Feuert 5 Geschosse aus reiner Energie auf das Ziel und fügt jede in der Nähe des Einschlags Schmetterschaden zu. Das klingt schon mal gut. Geringe arkane Reflexion erzeugt ein Feld arkane Energie, durch das feindliche Zauber Stufe 5 die jeweiligen Zaubervölker reflektiert werden. Kleine Zauberbuchprägung. Gewährt dem Zauberwirker Zugriff auf einen kostenlosen Zauber aus dem Zauberbuch des anvisierten Zauberers, wodurch er einen Zauber der Stufe 3 oder niedriger bewirken kann, der sich derzeit nicht in seinem Zauberbuch befindet. Nicht so wirklich Verwirrung. Ja, infiziert den Verstand von Feinden, verwirrt sie. Flammenschild, wesenhaftes Phantom, erzeugt ein geisterhaftes Duplikat und fügt den Feind Elektroschockzahlen zu, die von ihm getroffen werden.
Dimensionswechsel. Tauscht den Stand des Zauberwirkers mit dem eines Verbündeten. Wobei jetzt Schockwelle Feinde betäubt. Verwirrung. Nehmen wir mal Verwirrung. Schönerte Fluggeschoss und Verwirrung. Erledigt.